So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe Dommer dabei. Servus. Und wir gucken heute an Patchwork Stompy gegen Barnd Beanstalks. Nice. Barnd Beanstalks ist hier ein bisschen gefaked. Das ist eine Four-Color-Beanstalks-Liste, die Rot, glaube ich, nur für Fourth Eolinga spielt. Dementsprechend, es ist ein theoretisches Barn. Und da sieht man schon so ein paar lustige Sachen, wie zum Beispiel der Miracle Spell, der dir einen extra Zug gibt, oder zwei, glaube ich, sogar. Terminus ist auch drin. Terminus, wow. Ja, Hauptsache ziehst Karten, ne? Ja, das ist dann halt ganz gut. Plus man kann jetzt halt nächste Runde zieht man halt einen Spell, den kann man Brainstorm halt jederzeit wieder oben drauflegen. Und man hat die Ding-Tante auf der Hand. Das ist natürlich gut. Die Ding-Tante? Die, oh, spannend, dass das Terminus hier nach oben gelegt wurde. Die Saint Catherine. Ach, ja. Auch die ist Miracle. Auch die kostet mehr als 5 Mana. Auch die triggert ab der Beanstalk. Die zieht ja auch Karte. Ja. Yep. Oh, fuck my life. Beanstalks wird hier geforst. Ist so bitter, dass man das machen muss. Aber ja. Die Karte ist so strong sonst. Das ist halt echt der Wahnsinn, was die Karte kann, ne? Das ist eine Ankam. Ja. Ja, eine teure Ankam mittlerweile. 3 Euro oder so kostet die. Ja, die ist schon so in, die geht schon so in die Preisrichtung von Iteration. Mm-hmm. So, ja, was macht Stompy? Stompy macht. Leider kein weiteres Land gefunden anscheinend. Da ist noch ein Up the Beanstalks von der Top. Ziemlich broken. Land go, end of turn, kann man brainstormen, kann dann Doppelturn. Ah, ne, man hat den Doppelturn nicht. Man hätte, glaube ich, einfach den Doppelturn nehmen können. In mehr Turns gehen können für Stuff. Ist der da überhaupt? Ich bin gerade überlegen, was da überhaupt. Das kostet kein Brainstorm. Das kostet kein Brainstorm, ne? Das ist eine Savanne. Da. Ach, Leute. Ja, das passiert. Wird auch, glaube ich, gleich so Gun-Judge gecallt für. Ach, Leute. Ja. Ach, das wird ausgetauscht gegen eine Ding. Es war ja intended, dass er hat den Brainstorm ja so gespielt, bevor er das Fetch-Target rausgesucht hat. Ja, hat ihn auf den Stack gelegt. Dementsprechend war das intended, ja. Haben wir jetzt am 5 gelegt? Was wird jetzt weggelegt? Ah, jetzt wird der Judge gerufen. Judge! Ja, das passiert. Regelmäßig in Legacy, wenn ihr mit Legacy unterwegs seid, werdet ihr das sehen, dass das Standard ist tatsächlich. Leute, die falsch fetchen, ihr habt das ja auf diesem Channel schon ganz, ganz oft gesehen, gehören zur Tagesordnung. Ich kann mich davon nicht freisprechen. Ich glaube. Ja, in so einem Haufen mit so vielen Duels. Ja, es ist. Und man will ja irgendwie die Trinity hinbekommen. Man achtet darauf, man achtet auf so viele verschiedene Dinge. Dementsprechend ist es sehr häufig auch einfach der Fall, dass man hier sagt, hey, das geht nicht anders, als dass ich dort eben manchmal Fails auch mache. Und genau. Die Lösung dafür ist in dem Rules Enforcement ziemlich easy. Man nimmt einfach den Land, was angesagt wurde. Ja, nimmt die obersten 2 Karten, die man kennt. Genau, die Brainstorm-Karten kommen weg. Es ändert sich erstmal, glaube ich, in dem Moment nichts. Es könnte natürlich sein, dass dieser Savanna gezogen worden wäre, wenn man anders gemischt hätte. Aber diesen Nischenfaktor-Fall ignorieren wir mal. Jo, das ist so eine Randomness. Ja. Dann wird jetzt einfach das Land getauscht, dann geschaffelt und dann legt man die Brainstorm-Karten wieder oben drauf und dann ist gut. Genau, weil alle Random-Karten da reingesetzt wurden. Mhm. So, das ist alles noch auf den Search von der Ursache. Damit keine Piffing-Needle aus dem Nichts kommt. Oh, ich weiß nicht, wenn ich eine Piffing-Needle gespielt hätte, wäre ich fast schon fein damit gewesen, glaube ich. Ja, aber kann ja passieren. Dieses Tempten auf eine Piffing-Needle hätte ich sogar noch genommen, glaube ich. Boah, jetzt ist die Frage, was macht man als Stompy? Da musst du ja quasi schon ein Lotus-Pedal nehmen, damit du überhaupt mal Mana hast. Das ist halt bitter. Auf jeden Fall ist der Mox gerade nicht aktiv. Ja, Mox nicht aktiv. Man hat eine Saga durchgeballert, ohne dass man was machen konnte. Boah, das sind halt bittere Bedingungen. Das ist schon echt bitter. Da ist kein Automaton gekommen. Puh, da wird jetzt. Da kommen die Needle von der Hand. Ja. Oh, das ist die Frage, was sagt man damit an? Gegen den Fetchland, St. Catherine.
Das ist ein alter Demi Casting Cost. Stimmt. Spannend. Endurance. Ist auch eine alte Demi Casting Cost. Wirklich, wirklich spannend. Vermutlich aber ein Fetchland. Jo. Da kommt eine Ursa-Saga, die hoffentlich diesmal besser genutzt werden kann. Bis jetzt mal noch nicht. Dann guckt man an, sieht man langsam Karten. Das ist eine Sand Catarina on top. Ja, Brainstorm hat es ja oben drauf geschaffelt. Da weiß man einfach Bescheid. Das ist widerlich. Dann hofft man einen Voss oder einen Pitch zu ziehen. Oder ballert jetzt einfach die Bubbles raus. Nach dem Motto, ich brauche einen Force plus Pitch. Ja, dringend. Die Karte wird angeguckt. Terminus. Ja, das macht doch Spaß. Ja, das macht noch viel, viel mehr Spaß. Da war ein Tab. Ein Artefaktland und ein Forecast. Ja, kommt die gute Dame. Ja, die ist so strong. Ja. Das ist halt für zwei Mana einfach ein 5-5er mit Lifelink, den du nicht wegbekommst, außer du exilst ihn. Ja, und weiß wird ja aktuell. Ich meine, ja, es gibt viele weiße Decks, die aktuell mit 4 Swords, 4 Solitudes rumlaufen. Keine Frage, weil anders kommst du gegen diese ganzen Scam-Decks nicht klar. Aber wenn du eben genau auf eins triffst, das es nicht hat, wie jetzt in diesem Fall, ist es halt eine Karte, die halt unendlich lange auf dem Feld bleibt. Ach du Scheiße. How about Brainstorm? Hat man den Trigger? Man hat den Trigger gemisst von der Dings, von der Beanstalk, glaube ich. Ja. Ha. True. Hat man jetzt. True. Gefailt, den Brainstorm oben drauf zu legen? Hier wurde alles gefailt. Hier wurde weder eine Karte gezogen mit dem Beatstock, noch wurde irgendwie eine Karte oben drauf gelegt. Ha. Das ist spannend. Das ist noch ein Force of Negation. Oder ist es ein May und man möchte es nicht, wenn man weiß, was oben drauf liegt? Ja, weiß man. Aus dem Brainstorm. Oder? Ja. Könnte man aber, muss man aufpassen, könnte hier tatsächlich zu Cheating führen, wenn Leute ihren Drawn nicht benutzen, weil du musst bei Beanstalks ziehen. Und es hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass die St. Catherine. Das ist ein Land, okay. Das ist ein Land, okay. Also eher unwahrscheinlich, dass da irgendwas Shenanigans gemacht wurde, ja. Ja, okay, auf der anderen Seite, die Beanstalks triggert da halt gefühlt bei jeder zweiten Karte. Wahrscheinlich sogar mehr. Das ist halt, das ist genau so ein Ding wie Counterbalance oder so, da muss man einfach ein bisschen spielen, damit man das drin hat. Vor allen Dingen, weil es halt so eine unwirkliche Karte ist, die einfach auf dem Dings liegt und irgendwas macht. Gut, man hat ein Land gespielt, man hat gesolitutet, jetzt haut mal rein. Macht Spaß und ist fair. Das ist das Agro-Deck, oder? Ja, irgendwer ist hier das Aggro-Deck. Ich hab's schon verstanden. Deswegen, also das Bahn Beans, also Beanstalks macht ja auch gerade Modern sehr unsicher. Und auch andere Formate. Mhm. Und in Legacy ist es halt genauso dumm wie in allen anderen Formaten, auch meiner Meinung nach. Mhm. Einmal eine Karte, die die Welt nicht gebraucht hat. Das ist wirklich wahr. Also wenn du überlegst, allein das Force dir wieder eine Karte zieht, das heißt, Force ist nicht ein minus 2, sondern nur ein minus 1. Ja, das auch nur bei einer. Ja. Irgendwann kommen da ja mehrere auf der Hand. Man hätte ja jetzt hier sogar schon, wenn da nicht in der ersten Runde ein Force auch gekommen wäre, oder in der zweiten Runde von Patchwork, hätte man ja sogar zwei gehabt. Ja, dann wird's dumm. Ja, und das ist halt wirklich dämlich. Ein Kaibis Avatari-Token. Spannend. Schöner Papiertiger. Dann hat man noch mal. Jetzt hat man halt eine Menge Artefakte. Man hat jetzt halt schon gut was. Da war er und. Da passiert jetzt schon viel. Man hat. Mox. Was hat man eigentlich rausgesucht? Ach, die Spellbomb. Die Spellbomb kann halt die St. Catherine bouncen. Okay, auf der Hand ist die nicht so schlimm, aber. Auf der anderen Seite ist man halt jetzt schon bei Bahn Beanstalks bei 5 Mana. 6 Mana kann die auch hardcasten. Und wenn die hardcastet, zieht man wieder eine Karte. Also auch das ist vollkommen legitim und fein. Da passiert jetzt was? Ne, Emry. Not again.
Da kannst du nicht viel gegen, aber du hast Swords auf der Hand. Patchwork. Ja. Patchwork Automaton, das ist die Karte, die das Deck aktuell so ein bisschen aus der Versenkung holt, tatsächlich. Weil Eightcast nun mal echt kein viel gesehenes oder viel gespieltes Deck mehr ist. Baumeister sei Dank. Jo. Weil ich das so spannend finde, dass Barn Beanstalks, generell Beanstalks-Decks, in einer Meta, wo tausende Baumeister umlaufen, trotzdem auf einmal ein Ding geworden ist. Ja, du hast halt Removal und Counter wie Heu. Und ziehst Karten wie Sau. Ja, aber das ist ja genau der, ja, der beißt Punkt. Sich ein bisschen. Was haben wir da? Pete für 8. Bouncy St. Catherine. Jo, dann kommt ja, der für 3. 18. Hat auch gefühlt alles Lifelink. Braucht das Deck wahrscheinlich eine Menge auf jeden auch. Fall. Ja, und da fliegt ja immer noch der Terminus auf der Hand rum, ne? Ja, genau. Der kann halt immer noch relativ schnell mal dazu kommen, dass man den benutzt. Da ist ein Fetchland oben drauf. Heißt St. Catherine ist nächste Runde Activate. Spannend ist ja auch, dass Forth Elingas zum Beispiel auch Kant ziehen kann und auch einfach dieses grindige Runtergegrind vom Gegner dich halt echt nicht viel kostet. Nee. Das ist halt schon spannend. Ja, vor allen Dingen das Forth Elingas ist halt echt ein Boost, ne? Vor allen Dingen bei so vielen Ländern und allem. Uff. Ziehst eine Karte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So gut, Barb the Beanstalk ist auf jeden Fall eine Karte, die Magic gebraucht hat. Oh Gott, ist das dumm. Ja. Also Barb the Beanstalk ist mal wieder so eine Karte, die halt zeigt, dass mittlerweile, meiner Meinung nach, bei Wizards immer weniger Leute arbeiten, die das Spiel kennen und verstehen. Ja. Weil, ja. Du machst kein Deck mit so einer Karte. Also du machst nicht so eine Karte. Genau. Die machen, eigentlich ist es dumm, eine Karte zu machen, auf der selber Draw a Card draufsteht und dann noch mit irgendeinem Trigger Draw a Card. Ja. Die hat jetzt schon, wie viele Karten? Da ist eine St. Catherine, die. Das war eine St. Catherine von der Top. Ja, ja. Into ein Leyline Binding, was einfach weggemacht hat. Das war krass. Ja, wie immer, Werbung für meine Patrons. Vielen, vielen Dank an meine Patrons an dieser Stelle. Und den einen YouTube-Member. Und den einen YouTube-Member, auf jeden Fall. Sowohl im Support hier, als auch Talia hier, als auch YouTube-Member. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und wir gehen jetzt in Game 2. Vom Sideboarding her, glaube ich, halt ist bei Up the Beanstalks, beziehungsweise Barn Beanstalks, noch mal ein bisschen was an Artefakt-Hate reinkommen könnte. Oh. Man hat halt Rot. Man Serenity. Könnte halt ein bisschen Serenity wäre halt gut. Meltdown. Meltdown ging auch. Sowas in der Richtung ist halt richtig gut. Du kannst halt rote Blasts reinnehmen, da darf halt kein Dings raus. Obwohl, da macht eigentlich keinen Sinn bei dem Deck, weil du willst ja die Force casten. Genau. Ha. Das ist auch so spannend, dass in diesem Deck Force auf einmal eine gute Karte wird. Ja, wobei Force eigentlich eine der schlechtesten Karten ist meistens. Ja, ja. Was haben wir noch? Was kann noch rein? Blattmoon? Oh, nee, glaube ich nicht. Das ist so viel Duel. Stimmt. Terminus. Force. Und auf der anderen Seite ist jetzt halt mehr Tomatons. Nee. Trigger. Der kann halt so Rampage gehen, so schnell. Man könnte auch einfach mal deine Würfel benutzen, damit man sieht, wie groß der ist. Ich glaube, das ist an dem ganzen Tag nicht passiert. Aber Ferret hat sich dafür schon entschuldigt. Ja, aber Tim hat sie benutzt. Ja, das stimmt. Jetzt sind es 3. Ach du Scheiße, jetzt kommt da noch eine Emery. Ach du Kacke. Ach, Lorians Batsch mich tot. Ach Gott, ja, jetzt klar. Hat er ja 4 Karten. 5 hat er neulich auch gezogen damit. 5 Mana, 5 Karten ziehen war okay. Ja, ja, 5 Mana, 5 Karten ziehen ist der bessere Brainstorm, ne? Yes. Puh, ja. Da ist eine Menge Zeug auf der Hand. Jetzt kann man halt für 2 Mana und den Ding kann man das jetzt den Automaton loswerden. Dann geht Trigger, muss 2 Mana bezahlen. 2 Mana mehr bezahlt, dann stirbt er und dann kriegst du 3 Leben. Krass. Bei 3 Leben und 4. 4 Leben, ja, stimmt.
3 Marken. Puh. Oftmals reicht ja eine Ursache in dem Moment. Also das ist halt das, wie man Kontrolldecks besiegt. Ja, Kontroll, also ganz, ganz oft das Problem. Blasts sind tatsächlich reingekommen. Blasts sind drin, wow. Dann hatte man echt anderes Zeug, was man rausnehmen konnte. Muss eigentlich. Force of Negation fällt mir jetzt gerade so spontan ja, ein. Ja, Force of Negation ist auf jeden Fall schlechter wie Blue Blast tatsächlich. Ja, die waren im Mainboard auf jeden Fall. Mhm. Plus die sind halt sowohl Removal als auch Dings, ne? Also das macht's halt echt gut. Ja, da wird wie immer vorher gefutscht. Was willst du für ein Land? Ein Rhodes. Ein Rhodes, ja. Gehst dann nur zu den, das Rote für den roten Blast der Hand. Tja, jetzt macht Stompy halt Stompy-Sachen, ne? Ja, wobei aktuell ist es noch sehr, sehr verhalten. Es scheint auch keine Lotus-Pedal zu spielen, irgendwie. Ja, doch, die sind drin. Die habe ich gesehen bei Ursa's Search. Was ich mich gerade frage, ist, wie viel Chalice da spielt. Das kann ich hier sagen. Auf jeden Fall war auch die Idee, Soul Guide Lantern zu nehmen. Ja, durchaus möglich. Ja, man hat halt auch die Möglichkeit, weil es immer noch bahnt, ist auch Uros, dass man auf die trifft. Und wir wissen alle, dass Uro einfach der Huro ist. 2, 4, 5, 5 Dinger sind schon gut. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ja, ja, da ist das passiert, was auch passieren kann. Ne? Eine Ursaussage. Ja, dann deswegen, und plus der Patchwork. Der Patchwork selber ist so, so stark. Ja. Eine Karte, die ja schon länger draußen ist, die man als nicht stark genug geachtet hat, wenn man doch 8-Cast spielen kann. Aber jetzt, wo eben das Cast-Spielen, also Draw 2 Cards auf Karten, nicht mehr so gut ist, fängt der halt an zu scheinen. Ja, ich meine, du legst einen Arsch voll Artefakte. Und wenn du den halt schön rauslegen kannst und dann null Artefakte hinterher drops, kann der nächste in Runde 2 halt ganz schnell 5-5 sein. Jupp. Und ja. Ward haben. Ja. Mulligan, okay. Ja, und wie gesagt, Barn Beatstalks hier halt einfach eins der neueren Decks, die einfach auch so aufkommen bis zum Wasteland Go! Auch noch. Wasteland in dem Deck, Alter. Wahrscheinlich so ein 1 oder ein 2 auf. Ja. Für mehr hat er noch gar keinen Platz. Nee. Emry. Emry ist gut. Emry ist gut, Emry macht Spaß. Es ist die Frage, ob da irgendein Sporteffekt ist. Oh. Ja. Das ist krass. Gut, du musst dir das Wasteland aufbehalten für Sagas, ja. Sagas, ansonsten hast du gar keinen Spaß. Da kommt ein Sword of, Force of Negation sogar. Ja, schön. Ja, wenn man es nutzen kann, würde ich es auch so rum nutzen. Ja, definitiv. Jetzt ist die Frage, wie du das machst, ob du das machst. Willst du die Karte ziehen? Kannst du einen Kappa targeten und eine, die Bomb? Spellbomb? Noch das Battle. Ah, oh, sogar die. Local Game Store. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die. Sind die als DCI geflaggt? Ich glaube ja. Und da zieht man auf jeden Fall mal 2 Karten. Ist halt immer noch gut. Also es ist halt kein Ancient Recall, weil der halt einfach 3 Karten zieht. Aber 2 Karten für einen Mann ist schon eine saugute Karte. Ja, das ist schon ordentlich. Yu-Gi-Oh!-Spieler würden sagen, Topf der Gier. Ach stimmt, der macht ja dasselbe, ne? Mhm. So, das ist eine Karte. Ja, es läuft, Patchwork läuft auch jetzt wieder. Jetzt hat man halt das Wasteland Target acquired. Man muss halt irgendwie hier anstelle von Barn Beanstalks einfach die Emry loswerden, schauen, dass man halt den Wasteland macht. Den Wasteland Bus. Weil wenn hier nicht Wasteland ist, halt einfach schon um. Jo. Du kannst du dir eigentlich nicht erlauben, dass der einen Token bekommt. Obwohl, du hast ja noch Removal. Ja, aber willst du nicht. Swords to Plowshares. Swords. Die Emry. Jetzt kriegst du so lang, würdest du so langsam wieder die Edge kriegen. Du musst halt nur dafür sorgen, dass du nicht stirbst, weil du im Late Game halt einfach gewinnst.
Aber da musst du halt erstmal hinkommen. Mhm. Guck mal, da ist ein roter Büffel. Mhm. Der ist sogar größer als der grüne. Mhm. Top-Card anguckt. Dann. Eigener so, ja. Turn, draw. Draw, draw. Mal zweimal beim Gegner. Oder ne, einmal. Einmal. Ja. Die andere Bubble war schon cracked. Jetzt. Boah, da hat man noch ein Artefaktland. Man hat noch Bubble. Und ich glaube tatsächlich noch ein. Man zieht eine Karte mit der ja. Bomb. Man muss halt irgendwie Power finden. Ja. Da ist ein. Oh, oh, das ist Power. Das ist ein gut. Das ist gut. Da ist noch ein Petal und ein Land. Man hat noch kein Land gelegt. Was sieht man hier? Swords. Ja, das ist okay. Das ist fein. Ne, Quatsch, man hat ein Land gelegt. Huch. Man hat ja die Saga. Die Saga gilt als Land. Die Saga ist ein Land, ja. Warum spielt man da das Petal nicht? Wegen den Patchwork. Ach, stimmt. Ja, auch noch, ne? Die, wenn man halt dann spielen, dann irgendwie 2, 3, 0 Mana-Artefakt spielen, dann bäh! Hm. Aber da muss es halt erstmal hinkommen, tatsächlich. So, jetzt hat man immer noch ein Swords im Gesicht. Da ist die. Da ist das. Ach, da hat ein Automaton. Ich glaube nämlich nicht. Oder doch da, die letzte Karte war es. Das ist ein Go. Man spielt ja halt den Kappa nicht in den Swords rein. Verstehe ich nicht. Ne, man hat auch Ursas Saga Tokens, die halt aktuell auch in nächste Runde 6-6 sind. Mhm. Achso, ja, und, klar. Die kann man halt schon ins Bait tatsächlich ganz gut nutzen für den ganzen Removal. Stimmt, sonst wastest du dein Mana in den Kappa. Ja, genau. Macht Sinn. Und das ist halt wirklich gar nicht in Control-Decks. So, die Ressourcenmanagement ist da halt A und O. Jupp. Er hat halt gerade echt Glück, dass bei Beanstalks nicht mega der Mob am Toben ist und mal der irgendwie Leben ohne Ende, Karten ohne Ende zieht durch die Beanstalks. Weil jetzt ist gerade ein bisschen ausgeglichen. Hm. Zumindest was die Kartenanzahl auf der Hand angeht. Spielen die noch Shadowspear? Oh, das letzte Spiel haben wir keinen gesehen gehabt. Da ist auch eine Maid, okay. Ja, okay, die kriegt die Beanstalks los. Ja. Klingt auch fair. Und da ist noch ein Swords, alter Falter, ey, jetzt im Ernst. 1, 2, 3, 4, 5. Kappa kostet 7, ne? 6. Sechs, da kommt Kappa. Oder ja. Doch, da kommt Kappa. Ja, können wir jetzt machen. Okay. Dann kommt das Swords. Boah, der kriegt dann aber auch echt einen Arsch voll Leben, ne? Ja. Und man verliert, glaube ich, mehr, wenn man hier den Damage nimmt. Ja. Yep. Dann ist mal, krieg ich mal 7 Leben. Das ist eine Menge. Hm. Sorgt halt auch dafür, dass das Spiel dann ein bisschen länger dauert. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Beanstalk ist gewohnt, solche hohen Leben auch irgendwann runter zu matridieren. Ja, okay, mit der, mit der Miracle-Dame geht das natürlich. Ohne Probleme. Ja, da kommt Kappa, ne? Gute Karte. Wirklich eine gute Karte. Der hat Ward 4. Der hat Ward 4. Das bedeutet, mit Swords muss man noch einen Mana finden und einen Swords. Jupp. Plus halt. Sonst hätte man. Endurance. Ja. Oder Force of Vigor. Das geht auch. Dann hat man noch. Nee, da hat man keinen Trigger. Kostet ja 4. Boah, was nimmst du da? Ich wahrscheinlich aber dann noch nehmen. Ja, ein blaues. Ja, weil die anderen Mana, wenn ihr die macht, sind die Mana weg. Und alles andere, was er targetet, wird entweder geopfert oder benutzt. Die Might. Interesting choice. Dann. Geht alles in Schrott. Ja. Hat nochmal 2 Leben bekommen. Ja. Auf 30.
Jetzt hat man noch den Patchwork, ne? Ich glaube ja. Ha. Spannend. Ist die Frage, ob, Stompy jetzt was gefunden hat. Ansonsten ist die Frage, ob Bunt jetzt, also Beanstalks jetzt was findet. Genau, also jetzt geht es ein bisschen auf an, wer hat die Edge? Das ist ein Leyline-Binding. Leyline-Binding kostet jetzt gerade wahrscheinlich 3 Mana. Und die hat Flash, ne? Mhm. Hm, das heißt mit Dings ist mal. What? Wow, kann man mal. Die spielt mal? Ja, zweimal, glaube ich. Man hat 2 Inseln, ne? Ja. Hat man ein Fetch für Inseln. Auch spannend. Ein Pitch for Force. Jo. Tomaton. Trigger. Jo. Bubble, dann bist du dran. Bubble ich dich. Dann die Karte, die oben drauf ist. Sah gerade irgendwie aus wie ein Lotus Petal. Kann aber nicht sein. Ich glaube, es war ein Ponder. Mhm. Dann zieht man noch 2 Karten. Das ist spannend. Okay, man pondert hier. Ja. Jo, ist ja kein Problem. Ne? Kannst du pondern. Ach du Scheiße. Loam und Länder. Nee, das muss ein Shuffle werden. Das ist ein Shuffle. Damit gewinnst du ja überhaupt keinen Preis. Nee. Ich meine, man hat wenige Länder, aber... Oh, ja, okay, kannst Waste, dann kannst du 3 Länder nehmen, dann kannst du dir... oder man nimmt halt nur das Wasteland und dann gleich Dredgen. Dann hast du auf jeden Fall den Schrott weg. Ja. Interessante. Man hätte hier auch mehr Länder nehmen einfach können. Das wäre besser gewesen, denke ich. Irgendwie schon. Also interessante Choice, aber war da überhaupt eins drin? Sonst? Nee, ne? War da überhaupt ein anderes Land drin? Das sah gerade nicht so aus. Kann natürlich sein, dass die alle exiled sind. Oh. Das würde auf jeden Fall erklären, wenn man nur ein Land nimmt. Ja. Das würde doch auf jeden Fall. Boah, ist ein Forst. 2 Casts. Ui. Autsch. Der tut. Ja, okay, du hast ja nie Leben. Man ist halt immer noch über 20 damit. Hm, da kommt noch einer drauf. Wow. Das sind jetzt langsam echt viele Handkarten bei Patchwork wieder. Kein Bubble-Trigger, okay. Mhm. Du hast einen Force weggeschmissen. Loam. Genau, mit dem Loam holt man sich das Rot-Weiß oder Rot-Blau. Irgendwas war da, ich glaube, das Rot-Blaue. Ja, das Blau-Grüne und... Wasteland. Force. Ja, ja. Force ist hier natürlich dann ziemlich gut, weil Force verhindert, dass der andere auf seine Mana-Farben kommt. Jo. Leyline-Binding. Ja. Dass man nur am überlegen, was man jetzt pitcht. Was hat man denn da? Den Card Draw oder ist das Metallic Rebuke? Ich glaube, das ist Metallic Rebuke, ja. Der kann den natürlich dann nächste Runde auch nochmal so richtig schön. Ich denke, ich würde ja auch den Conjure behalten. Ja. Man hat jetzt einfach genug Power, damit man den 3 Zügen zumacht. Ja, da muss der jetzt quasi nochmal dredgen und wieder ins Gras beißen. Und da ist jetzt ein Kappa gekommen. Ach du Scheiße. Ja, okay, der Kappa kostet halt jetzt auch einen Arsch voll Leben, ne? Ja, 6 Leben für einen 6-6er. Klingt schon fast fair. Klingt eigentlich schon fair. Da wird jetzt gerechnet, das sind 3 Mana-Farben. Ja. 3 Landtypen, so. 3 Landtypen, ja. Insel, Forest und... Planes. Oh. Bam. Gebt mal halt ein sehr schmerzender Kappa-Kanonier. Gebt mal halt mal runter auf 15. Ne? Mal warm auf 30. Das ist Half-Life. Der hat sich selber noch reinkommen sehen. Dann ist der. Sind das schon 7? Das ist theoretisch nächste Runde Lethal. Du kannst eigentlich nicht dredgen. Das bringt dir nichts. Du musst ein Natural Land ziehen. Du kannst halt in den Uro, wenn einer drin ist, setzen, aber der bringt dir halt auch nicht so viel. Nee.
Das ist ein Solitude, so wie das aussieht. Ja. Das ist auch ein Landshort. Selbst das ist ja noch mehr Länderschort. Ja, ja, also das wäre halt gut, wenn man das irgendwie casten könnte und was tagen könnte und bloggen könnte, aber so. M-m. Schwierig. Ja. Ist echt nicht so gut gerade. Also ein Top-Deck-Terminus würde halt alles wieder ändern. Das wäre so, wär so ein typischer Control-Moment, ne? Das stimmt, absolut. Ja, da schiebt man einfach nur noch. Krass, da wäre nichts gewesen. Jo, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.